In diesem Video nenne ich dir die vier Schlüssel der Resilienz und verrate dir damit, wie du jede Lebenskrise bewältigst. Schau dir das Video bis zum Schluss an, denn da habe ich einen ganz persönlichen Tipp noch von mir. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nick Pichler und mit meinem YouTube-Kanal richte ich mich an alle, die die Herausforderungen des Lebens annehmen, die offen für Veränderungen sind und im Leben weiterkommen wollen. Wenn das auf dich zutrifft, dann abonniere meinen Kanal und geh mit mir gemeinsam diesen Weg. Challenge accepted. Dein Leben, dein Weg. Also sind wir uns ehrlich, Leute, so ein Honigschlecken ist ja unser Leben gerade nicht. Und das macht ja nach 2 Jahren Pandemie nicht wirklich so einen Spaß. Oder? Wie geht's euch? Jetzt werdet ihr natürlich sagen, hey Nick, du motivierst uns ja immer. Du sagst, es geht weiter, Veränderung, Leben, yeah! Ja, tue ich auch. Aber let's face the facts. Wir müssen uns auch anschauen, was wirklich ist. Um Veränderung zu leben, müssen wir uns auch anschauen, wie die Fakten sind. Und die haben die Wissenschaftler der Donau-Uni Krems mal klar in einer Studie veröffentlicht. Und zwar sind in Österreich bereits die Hälfte der Menschen, nach diesen 2 Jahren Pandemie nun von depressiven Symptomen, von Schlaf- oder Angststörungen betroffen. Und Leute, das ist schon alarmierend. Und das resultiert aus einer nicht bewältigten Krise, die wir da haben, ja, die sich auf die Psyche einfach auswirkt. Und deswegen ist Resilienz enorm wichtig. Die Resilienz müssen wir heben, weil Leute, wir haben ja nicht nur eine Krise. Ja? Wir haben ja nicht nur die Pandemie. Jetzt schauen wir uns um, wir haben eine geopolitische Krise, wir haben eine Umweltkrise, wir haben eine Energieversorgungskrise und dann kommen noch unsere ganzen Lebenskrisen, die wir sowieso als Individuum haben, dazu. Wie Angst vor Jobverlust, Beziehungsende, was weiß ich was, alles was da reinkommt. Das heißt, die Resilienz war noch nie so wichtig wie jetzt und deswegen müsst ihr es trainieren. Und um das geht's mal. Also ich hatte ja kein leichtes Leben. Ja, ich hatte zahlreiche private und auch berufliche Krisen in meinem Leben. Und das hat die Resilienz erhöht. Ja, hätte man es gern anders gewünscht, aber es hat auch was Gutes und deswegen bin ich natürlich sehr krisenfest. Aber was ist nun die Resilienz? Resilienz bedeutet, krisenhafte Erfahrungen nicht nur zu bewältigen, sondern auch gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Der Begriff Resilienz kommt ursprünglich aus der Materialforschung und das bezeichnet die Eigenschaft eines Stoffes, der nach Verformung wieder zurück in seine Ursprungsform geht. Ja, und das ist ja wirklich auch eine schöne Metapher für das, wenn wir durch Krisen gehen. Es presst uns so durch, aber wir kommen wieder gestärkt hervor. Und das ist auch genau, was Resilienz bezeichnet. Jetzt stellt euch bitte nicht vor, es gibt diese eine Resilienz. Ja, und die hat man oder blöd gelaufen, wenn man es nicht hat, dann wird man mit Krisen nicht umgehen können. So ist das nicht, Leute. Also Resilienz ist nicht angeboren und es gibt auch nicht nur eine, sondern es gibt verschiedenste Faktoren, die dich zu einem resilienten Menschen machen. Ja? Und diese Resilienz entwickelst du im Laufe deines Lebens. Deswegen ist es auch zum Beispiel so, dass die Studie, auf die ich vorher schon Bezug genommen habe, auch aufweist, dass gerade ältere Menschen viel resilienter natürlich sind, weil sie mehr Lebenserfahrung haben, weil sie durch viel mehr Krisen gegangen sind, was bei jüngeren Menschen noch nicht so der Fall ist. Deswegen haben die auch viel massivere Themen derzeit. Ja? Aber du kannst sie trainieren. Ja? Und dich ganz bewusst auf verschiedenste Faktoren dieser Resilienz fokussieren. Und ich habe da für euch jetzt die meines Erachtens nach 4 wichtigsten in den Fokus gestellt. Der erste Schlüssel ist die Akzeptanz. Es ist ganz wichtig, dass du bei einer Krise, welche es auch immer sein mag, dass du sie mal akzeptierst. Das heißt, du akzeptierst die Rahmenbedingungen, die derzeit gegeben sind, und du bleibst aber in diesem Rahmen proaktiv und schaust, dass du trotzdem in dem Rahmen, der dir jetzt möglich ist, gestaltest. Wie funktioniert das? Beispiel. Ein sehr lieber Freund von mir, dem die geopolitische Lage in der Ukraine wirklich große Sorgen macht und der auch wirklich Angst hat, hat mal in einem Telefonat zu mir gesagt, wie kannst du nur so ruhig sein, Nick, und dich dann darüber nicht aufregen und dann nicht so eine Angst haben, wenn die auf den Atomknopf drücken und dann sind wir alle weg. Sag ich, du, ja, ist so. Ich kann es nicht ändern. Wenn da jetzt jemand auf diesen roten Knopf drückt, dann wird er drauf drücken. Und ich kann jetzt nichts ändern, aber ich kann da eines sagen. Ich werde nicht meine letzten Tage, sollten sie so sein, hier auf Erden in Angst verbringen. Das kann ich da definitiv sagen. Ja, dann möchte ich es einfach noch jetzt genießen. Also ich habe genau einen Rahmen akzeptiert, den ich jetzt nicht ändern kann. Und auf der anderen Seite aber mir einen Gestaltungsspielraum gegeben, weil ich gesagt habe, aber in dem Rahmen, den ich jetzt habe, da werde ich jetzt noch eine coole Zeit verbringen.
Kann aber auch sein, dass man jetzt nicht sagt, eine coole Zeit, sondern dass man, wenn man Angst vor einem Blackout hat, dann sorgt es bitte vor und habt halt gewisse Vorräte zu Hause. Das ist das, was man machen kann. Andere Dinge kannst du nicht beeinflussen. Aber es ist wichtig, dass du mal die Grundvoraussetzung von der Situation akzeptierst, die nun mal jetzt vorherrscht. Der zweite Schlüssel ist realistischer Optimismus. Und dieser bezeichnet eine wirkliche positive Grundhaltung, die du trotz Krise bewahrst. Egal, was da draußen an Negativität die ganze Zeit herumkursiert, es ist wichtig, dass du in dir trotzdem eine positive Grundhaltung hast. Und die bekommst du dadurch, indem du dir bewusst machst, was trotz Krise alles gut in deinem Leben läuft. Ja, und da gibt es viele Sachen, sage ich da. Da gibt es, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast gute Freunde, du hast einen coolen Job, du bist gesund, was es auch immer sein mag. Ich habe ein Ritual, dass ich jeden Tag in der Früh, bevor ich aus dem Bett noch aufstehe, habe ich mindestens 5 Dinge, für die ich dankbar bin. Jeden Tag. Und somit trainiere ich auch für mein Bewusstsein diese positive Grundhaltung, mit der ich in den Tag starte. Und ich starte nicht in der Früh in den Tag, indem ich gleich einmal Social Media checke. Das kommt sicherheitshalber erst mindestens 2 Stunden später dran. Der dritte Schlüssel liegt in der Zukunftsplanung. Wenn so eine Krise auf uns einbricht, dann sind wir so in so einem Stuck State. Ja? Es ist wichtig, dass wir unser Mindset wieder aufmachen. Und das können wir durch die Gestaltung unserer Zukunft. Also setz dir Ziele, kurzfristige, langfristige. Ein gutes Beispiel sind da Reisen. Ja? Vielleicht jetzt nicht gleich einmal, wenn man unsicher ist, gleich, dass man auf die andere Seite der Welt fährt. Wahrscheinlich nicht, dann bleibst du halt mal in Österreich oder in Deutschland. Aber du setzt dir ein kurzfristiges Ziel, fährst mal übers Wochenende weg oder du setzt ein längerfristiges Ziel und fährst dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr, machst du eine große Reise. Wenn du diese Ziele setzt, dann macht sich dein Mindset einfach auf. Ja, du wirst offener, du wirst freier und es verstärkt deine gesamte Situation wesentlich. Ja, und der vierte Schlüssel ist die Selbstfürsorge. Es ist gerade in Krisenzeiten enorm wichtig, dass du gut für dich selbst sorgst. Also, dass du Dinge tust, die für dich persönlich wirklich wichtig und gut sind. Das wisst selber am besten, was euch gut tut. Aber so ein Beispiel wäre, ich meine, kocht da was Gescheites oder isst was Gescheites, wo du da Freude damit hast. Ja, geh in die Natur raus, betreib deinen Sport, mach was immer dir gut tut. Und apropos gut tut, eine Geschichte noch, ganz wichtig, verbringe bitte Zeit mit dir selbst, sodass du den Lärm der Welt da draußen auch ein bisschen abschottest. Da ist jeder anders. Ja, der eine arbeitet dann lieber im Garten, der andere geht meditieren. Ich würde euch, auch wenn ich jetzt so ein paar kritische Blicke wahrscheinlich schon wieder sehe, Meditation, ich rate euch, probiert es. Ich habe damit vor Jahren begonnen und ich habe enorm gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es coole Apps, wo du das lernst. Ja, und da fangst du nicht gleich an mit einer halben Stunde, sondern mal mit 5 Minuten. Aber die Meditation, die schafft den Fokus auf dich selbst und aus dieser inneren Ruhe kommt nämlich dann auch die Kraft. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, Krisen kommen und Krisen gehen. Aber wir bleiben. Und als resilienter Mensch wirst du diesen Krisen nicht nur ganz anders begegnen, sondern du wirst aus ihnen auch noch etwas Individuelles für dich rausholen, was dich in deiner Entwicklung weiterbringt. Und Leute, es werden die Krisen nicht weniger. Also ich gebe euch wirklich diesen Rat, nehmt diese Tipps wirklich wahr, setzt es bewusst um und ihr werdet ein freieres, stärkeres, zufriedeneres und glücklicheres Leben führen. Bevor ich nun zu meinem ganz persönlichen Tipp komme, lasst mich doch wissen unten in den Kommentaren, seid ihr resilient? Wie geht ihr mit Krisen um? Was sind so eure Erfahrungen? Ich würde mich echt auf euer Feedback freuen. Ja, und jetzt mein ganz persönlicher Tipp am Ende. Leute, es ist enorm wichtig, dass ihr dosiert, was derzeit auf euch alles nachrichtenmäßig einbricht. Ihr könnt der resilienteste Mensch auf der Welt sein, wenn ihr in der Früh aufsteht, das Handy vom Nachkastel nehmt, Social Media schaut, Nachrichten schaut, euch den ganzen Wahnsinn anschaut, von einer Krise nach der anderen, und ich habe sie alle aufgezählt, die es gibt, und es gibt ja noch viel mehr, ja? Dann werdet ihr wahnsinnig und dann checkt ihr das am Vormittag nochmal und zum Mittag nochmal und gibt es da eine Entwicklung und am Abend und in der Nacht und bevor man schlafen geht auch noch einmal. Leute, das heizt nicht auf Dauer aus. Also, ich finde schon wichtig, dass man informiert ist. Erstens durch Qualitätsmedien, ja? Und zweitens mit Maß und Ziel. Informiert euch schon regelmäßig, aber nicht die ganze Zeit, weil das kann die Birne da oben beim besten Willen nicht verarbeiten. Und ihr werdet es nicht schaffen, wirklich positiv durch eine Krise zu kommen. Es ist nun mal so, wenn du da die ganze Zeit Benzin reinfüllst und da das ganze Zeit das Feuerzeug hinhältst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du brennst. Ja? Also,
hört damit auf. Wählt es gezielt aus, nach den Medien und auch nach der Zeit. Und das ist mein ganz persönlicher Tipp, weil dann schaffst du eine ganz andere Ausgangsbasis für deinen Tag. Und in diesem Sinn wünsche ich euch von Herzen alles Gute.